Herzlich willkommen in der Kanzlei Söpscher & Partner. Wie immer, alles was Recht ist, diesmal Herr Rechtsanwalt Petter, Fahrenwald für Steuerrecht. Er wird sprechen über das Thema, was kann ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Gutes tun und dabei noch Steuern sparen. Nicht nur zum Jahresende möchte man seine Mitarbeiter motivieren, aber gerade zum Jahresende und zur Weihnachtszeit ist Gelegenheit, darüber nachzudenken. Auch aktuell ist ja das Thema, was bleibt von einer Lohnerhöhung gegebenenfalls übrig. Die Regierung spricht da jetzt von der Abschaffung der kalten Progression. Aber man hat als kreativer Arbeitgeber durchaus Möglichkeiten, seinem Mitarbeiter steuerfreie und sozialversicherungsfreie Leistungen zuzuwenden, sodass das, was der Arbeitgeber aufwendet, tatsächlich dem Arbeitnehmer zukommt. Und das verbessert nicht nur das Betriebsklima, sondern erfreut natürlich sowohl den Arbeitnehmer, weil er bessere Leistungen bezieht, als auch den Arbeitgeber, weil er nicht noch zusätzlich Steuern und Sozialversicherungsabgaben darauf zahlen muss. Ich nenne mal beispielsweise den Tankgutschein. Das war bis zum Jahr 2010 ein wahres Graus. Es ging nämlich nur eine Begrenzung auf eine bestimmte Literzahl, die dann wiederum zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Gutscheins einen Wert von 44 Euro nicht überschreiten durfte. Das heißt, der Arbeitnehmer musste morgens an der Tankstelle gucken und sagen, Chef, für 44 Euro kann ich heute 28,5 Liter tanken. Bitte schreibst du mir einen entsprechenden Gutschein aus. Und das musste dann auch noch mit der Tankstelle vereinbart und abgerechnet werden. Also katastrophal. Das ist jetzt einfacher. Es ist die Möglichkeit, bis zu 44 Euro im Monat einen dem Warenwert einfach nur ausweisenden Tankgutschein auszuschreiben, diesen dem Arbeitnehmer zu geben. Und dann ist die Leistung des Arbeitgebers sowohl steuerfrei als auch sozialversicherungsfrei. Ähnliche Möglichkeiten gibt es eigentlich für alles, was man was Sachbezug hat. Also das geht von der vom Haarschnitt beim Friseur. Also ich kann mit dem Friseurladen eine Vereinbarung treffen, dass alle meine Mitarbeiter bei dem Friseur entsprechend einen Haarschnitt erhalten und die Rechnung an den Arbeitgeber geschickt wird. Oder was ich noch sehr interessant finde, ist die Organisation von Betriebssport. Das heißt, der Arbeitgeber schließt mit einem Fitnessstudio einen Vertrag, dass der Arbeitnehmer oder alle Arbeitnehmer in dieses Fitnessstudio gehen können, Sport machen können und die Rechnung bis maximal 44 Euro im Monat vom Arbeitgeber übernommen wird, also an den Arbeitgeber gestellt wird, der bezahlt die und die Leistung, die dem Arbeitnehmer durch diesen Fitnessstudio-Besuch zufließt, ist wiederum steuer- und sozialversicherungsfrei. Von diesem Betriebssport sind die sogenannten gesundheitsfördernden Maßnahmen zu unterscheiden. Die fallen nicht in die Addition der sachbezogenen Leistungen mit hinein. Seit 2008 ist es dem Arbeitgeber erlaubt, gesundheitsfördernde Maßnahmen dem Arbeitnehmer zukommen zu lassen. Dazu zählt ausdrücklich nicht der Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein oder für ein Fitnessstudio oder ähnliches, aber zum Beispiel Physiotherapie, die dann Rückenschule oder ähnliches anbietet oder selbst Massagen für Personen oder Arbeitnehmer, die ganz viel sitzende Tätigkeit haben und dort Entlastung brauchen. Und da beträgt der Freibetrag 500 Euro pro Jahr pro Arbeitnehmer, der ebenfalls steuerfrei gewährt werden kann. Ja, bekannt für insbesondere Außendienstler ist ja die Überlassung eines Firmenwagens, der dann auch zur privaten Nutzung dient oder dienen kann, der dann entsprechend der sogenannten 1%-Regelung vom Arbeitnehmer zu versteuern ist. Eine kleinere, gerade vielleicht auch für kleinere Unternehmen, die ihrem Arbeitnehmer nicht gleich einen Firmenwagen zur Verfügung stellen wollen, Möglichkeit ist es, dass auch zur privaten Nutzung, es kann beim Handy sogar vollständig privaten Nutzung sein, dem Arbeitnehmer ein PC oder ein Handy zur Verfügung gestellt wird. Der Arbeitgeber
die Kosten dafür trägt, auch die Vertragskosten für das Telefonieren. Und dann sind die Leistungen, die dadurch dem Arbeitnehmer zufließen, wenn er eben das auch privat nutzen kann, ebenfalls steuer- und Sozialversicherungsabgaben frei. Das Ganze setzt allerdings voraus, dass entweder der PC oder das Handy, also jedenfalls dieses Gerät, weiter im Eigentum des Arbeitgebers bleibt. Also es geht nicht, dass man sagt, okay, ich übereigne dann auch noch das Gerät dem Arbeitnehmer und wenn er ausscheiden sollte oder insgesamt kann er weiterverwenden, verschenken oder was auch immer, sondern es bleibt Betriebsvermögen, also Eigentümer des Arbeitgebers und die Nutzung wird dem Arbeitnehmer überlassen und die ist dann, wie gesagt, steuerfrei. Sowohl die Höhe als auch die Art der Leistung, die Rechnungen müssen zum Beispiel auf den Arbeitgeber ausgestellt sein. Es sollte auch entsprechend ausgewiesen werden, welcher Arbeitnehmer die Leistung bezogen hat, sodass dann eben das Finanzamt auch prüfen kann, dass die Sachbezugsgrenze dort nicht überschritten wird. Und das sollte dann eben entsprechend vom Arbeitgeber jeweils dokumentiert und möglichst der Erhalt vom Arbeitnehmer quittiert werden, sodass da gar niemand auf die Idee kommt, der Arbeitgeber hätte sich selbst das Fitnessstudio oder die Tankrechnung der Ehefrau bezahlt. Dort gibt es eine freie Grenze, die je Arbeitnehmer aufgewandt werden kann. Das sind 110 Euro, also für Verpflegung, Theater, Kultur, Sport, was auch immer man zur Weihnachtsfeier im Unternehmen organisiert, kann pro Arbeitnehmer ein Betrag von brutto 110 Euro aufgewendet werden. Da muss man allerdings darauf achten, wenn dort die Partner mit eingeladen werden zur Weihnachtsfeier, dann erhöht sich der Betrag nicht, sondern pro Arbeitnehmer ist dann halt der Partner mit dazu zu rechnen. Also sprich, wenn das für alle das Gleiche kostet, stehen dann nur 55 Euro pro Person zur Verfügung. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Klaus Sobczak, Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Fabian Halle sowie Steuerberaterin Marion Setzefand. Kanzlei Sobczak und Partner, Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 033 77 33 99 0 oder im Internet unter sobczak-partner.de.